Hallihallo, meine Freunde, hier ist mal wieder euer Maximus Ibuso euch zu einer weiteren Folge Transportfieber 2. Wir schreiben das Jahr 2001. Ja, 2001. Und ihr seht schon, die Städte wachsen. Richtig große Städte. Wir sind jetzt hier gerade in Cottbus. Und ja, was ist da los? Ich habe noch einen Mod hinzugefügt, der, naja, die Häuser ein bisschen höher macht. Und, dass wir hier ein bisschen Leben haben. Würde eher zu Frankfurt am Main zählen, ne? Solche Wolkenkratzer, aber okay. Man kann natürlich seine Städte auch noch so bauen, dass wirklich nur eher so eine Skyline wie in der Stadt zu sehen ist. Oder, ja, halt selbst bauen, aber da hat man halt diese ganzen Passagiere nicht, ne? Und das ist halt irgendwo ein Nachteil. Deswegen will ich einen Großteil die KI ein bisschen bauen lassen und in manchen Bereichen baue ich dann für mich selber. Und wir sehen hier, haben wir ganz schön das Verkehrsaufkommen. Was denn da los? Ach je. Oh. Oh, guck mal an, wie die Häuser wachsen. Eieieiei. Aber hier geht es ja wirklich ab. So, heute werden wir uns drum kümmern, einige Bahnen zu optimieren. Gerade so den Verkehr hier. Und wir sehen ja, dass wir hier... Naja, das haut schon so irgendwie hin. Aber ich möchte eine andere Bahn hier auf die Strecke bringen. Wir gucken mal. Wir haben hier zwei solcher kleinen Züge am Start. Aber bin noch nicht so hundertprozentig begeistert davon. Wir gucken mal, welche Strecken hier nicht so viel Plus machen. Und dann agieren wir mal. So, Frankfurt Benzin. Okay, das wird sich wahrscheinlich irgendwann wieder ein bisschen einpacken. Händeln. Hier die Ziegel laufen auch wieder auf Hochtouren. Hier meine XXL-Öllinie. 35 Millionen Kohle läuft auch. Wir müssen mal schauen, wie sieht's aus. Oh ja, da müssen wir die Züge noch erneuern. Aber wir wollen heute die Regionalbahn gucken. Und die Berlin-Cottbus macht endlich wieder ein bisschen Plus. Berlin-Dresden macht auch noch Plus. Ich hatte ja auf der Linie zwei Züge, aber die musste ich dann doch irgendwann mal deaktivieren, also einen wegnehmen, das war doch ein bisschen zu viel. Dann der ICE Berlin-Hamburg, waren ja vorher auch zwei Züge, jetzt habe ich nur einen gemacht und der ist schon ein bisschen älter, der ICE, aber naja. Jetzt habe ich ein Problem, Dresden, der ICE, Dresden-München. Macht viel Minus und dann muss ich wirklich einen hier mal verkaufen, bis es hier wieder ein bisschen mehr, bis mehr Leute wieder kommen. So, dann habe ich Cottbus Dresden. Einen Zug, der ist noch nicht allzu alt, den können wir ja noch lassen. Ja, ich habe erstmal die Zeit wieder gestoppt und ich habe hier Köln-Frankfurt. Der ist richtig alt. Der ist richtig alt. Eieieiei. 11 Stunden, das sind wahrscheinlich über 40 Jahre oder 50. Dann habe ich hier noch die Regionalbahn. Die hier, seht ihr auch, die sind wahrscheinlich über 40 Jahre alt. Machen immer noch Plus. Der Zubringer in München, ja, ist eigentlich immer gut ausgelastet. Können wir so lassen. Ich hätte jetzt eine Idee, dass wir... Der ist, glaube ich, noch nicht so alt, ne? Ne, der ist noch nicht so alt. Dass wir hier Köln-Frankfurt uns das mal angucken. Wie viele Züge sind das? Das sind zwei Züge. Wir gehen da mal schnell hin, gucken uns den nochmal an. Ja. Ernst Tillmann. Wie geil ist das denn? Ernst Tillmann. Naja, man hat nur seine Uhr gefunden. So, wir fahren jetzt, glaube, Richtung München. Aber nee, Frankfurt. Richtung Frankfurt fahren wir. Und das nehmen wir einfach mal so ein bisschen mit. Die Impressionen. Und schauen uns mal an, wie wir hier in den Bahnhof reinkommen. Vielleicht bauen wir ja den Frankfurter Bahnhof auch noch ein bisschen aus. Bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher, weil da so viel dran steckt. Ja, und diesen Zug werden wir auf jeden Fall
definitiv ersetzen, aber nochmal so eine Mitfahrt. Oh, guck mal da, da kommt noch ein Zug ran. Und hier geht's auch ab. Boah, fahren hier Leute, ey. Uiuiuiui. Ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, ob wir so eine Mitfahrt ab und zu mal machen sollten. So. Eine Sache muss ich sagen, es gibt ja hier diesen Fehler mit dieser KI, dass die ab und zu mal hier drinne stehen und, ne? Hier oder so rumglitschen. Ich wollte das wegmachen. Die gibt es auch gar nicht mehr in Steam Workshop. Und dann waren überall nur so eine, ja, so eine Züge als Dummy und die Mannekicken als so eine Vierecke. Da musste ich den leider wieder reinmachen oder einen älteren Spielstand wieder laden. Und dann geht es. Hier kommt der andere Zug an. Wirklich herrlich, ne? So, schauen wir mal, wie viele Leute hier einsteigen. Die Züge sind wahrscheinlich doch ein bisschen zu lang. Ja, der ist auf jeden Fall zu lang. Ja, der kann ja so fahren. Na, pass mal auf, den werden wir jetzt mal um zwei Waggons kleiner machen. Wir können noch hier warten. So, okay. Ah. Oh. Dann hat er jetzt nicht mehr ganz so viel. Das ist eine richtig schöne Komfortfunktion. Ja, ich denke mal, da machen wir dann irgendwann vielleicht noch ein bisschen mehr Plus, wenn wir jetzt so fahren. Ich finde es eigentlich ganz hübsch mit den Steuerwagen hier vorne. Kann ich eigentlich die Dinger hier noch ein bisschen bearbeiten hier? Oh Gott, wie sieht denn das hier aus? Hier ist da irgendwas falsch am Start in dem Mann. Warte mal, wir müssen mal ein bisschen angleichen. Oh. Ja, ein bisschen bescheiden aus hier. So, erstmal Autosave abwarten lassen. Und dann gehen wir doch mal zu den Zügen nochmal. Aber man merkt schon hier, das ist ja mein Hotspot hier, dieser Bahnhof. Und da habe ich jetzt hier hinten nochmal ein Werk hingesetzt, weil ich irgendwie das Problem habe. Ich hatte ja schon mal gesagt, hier wird viel Kohle angeliefert, auf der Seite gar keine Kohle. Ja, und dann dachte ich, hier wird Stahl angeliefert. Ja, also muss man jetzt Industrien am besten auf einer Seite. Ich habe ja versucht, mit so einer Linie hier hin und her zu fahren, hat aber nicht funktioniert. Hat irgendwie nichts aufgenommen. Deswegen reißen wir das mal ab. Verursacht nur Kosten. Boah, guck mal hier, das ist eindeutig. Warum fährt denn nicht bis hier vorne hin? Ach so, weil ich das Gleis da nicht bis dahin gebaut habe. Ah. Und hier kommt der riesenlange Kohlezug. Boah, komplett, ey. Fast 500 Meter lang. Wir gleich mal gucken. Ja, definitiv muss ich, wenn ich wirklich dein nächstes Projekt mache, die Bahnhöfe vielleicht nicht so lang machen, aber diese Module bis zu 500 Meter. Ja, guckt euch das mal an. Ja, das muss auf jeden Fall deutlich besser aussehen. Die Bahn sieht auch schon ein bisschen mitgenommen aus. Ja, ja. Die Deutsche Reichsbahn fährt immer noch die 243er Klasse. Ja. Hier ist der Stahlzug. Hat sich jetzt auch alles wieder ein bisschen eingepegelt. Pegelt, meine ich. Hier wartet der. Ja, weil er hier noch rausfährt. Läuft. Jetzt gibt es nicht so viel Stau, weil wir sind ja mit den Zügen immer hier lang gefahren. Aber da kommt noch ein anderer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ja wahrscheinlich noch warten hier. Ja, das ist natürlich sehr ungünstig, ne? Wenn der hier Vorfahrt hat, knallt hier in den Bahnhof. Der Bahnhof hätte bestimmt nicht nur 4 Gleise, sondern 8 haben müssen. Ja, mit so einem Durchgangsgleis, wo einfach nur Züge so durchfeuern. So, der wartet hier. Ja, müssen wir jetzt damit leben, ne? Das geht nicht anders.
anders kriegst du jetzt nicht geregelt, sonst muss ich hier so viele Sachen umbauen. Das wird zu viel. Ah ja, aber wir werden mal gucken, wie viel Stahl haben wir denn hier? Wie viel Stahl kann der aufnehmen? Ja, hier muss auf jeden Fall ordentlich Stahl passieren. Ja, wir brauchen Stahl, 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 Stahl. Aber wenn hier Kohle ist und der kommt auch an und will Stahl haben. Ja. Also diese Produktion hier ist echt der Hammer. Die 145R, das ist eine richtig geile Lokomotive. Oh, er fährt jetzt auch wieder so. Ja, guck mal hier. Konnte gar nicht alles aufnehmen. Ja, schon fast, aber... Ja, die Produktivität. Wir müssen wahrscheinlich... Oh, jetzt kommt hier noch der Kohlezug an. Er schafft es nicht, hier reinzufahren. Mit dem Stahl. Oder sollte er vielleicht hier reinfahren und das Gleis? Aber da kommt da hinten schon wieder der nächste Zug. Der hier lang ballert. Und der ist auch schon ein bisschen älter, ne? Ja, ja, meine XXL-Linie, 10 Jahre alt. Oh Mann. Also, es sind deutlich zu viele Züge hier. Und ja, das ist einfach die Deutsche Bahn, ne? Ja, wir haben hier echte große Probleme hier. Okay. Dahinter wartet bestimmt gleich noch der andere Zug. Ja, ja. Ah, verdammte Axt, ey. Verdammte Axt. Jetzt fährt der hier wieder los. Ah, schöner Zug hier. Das ist ein wirklich schöner Zug hier. Finde ich echt hübsch. Aber ich denke mal, auch die Waggons, die ich hier so rangemacht habe, sind immer ein bisschen unterschiedlich. Immer mal so zwei, mal drei. Ne? Macht auf jeden Fall was her. Die Werbung muss sein, ne? So, ey. Gut. Wir haben ja auf jeden Fall riesengroße Probleme mit unseren Zügen hier. Ja. Also er wartet jetzt hier. Warte mal. Ach, warte mal. Ich weiß, warum der immer auf das andere Gleis fährt. Weil der so lang ist. Aber wie viel hat denn der jetzt geladen, dass er hier Sprit für... Ja, für Frankfurt. Hier bergauf. So, was ist jetzt hier? Fährt er jetzt endlich rein? Oder kommt hier schon wieder irgendein Zug? Ne, hier kommt keiner. Dann sollte er es eigentlich hinbekommen. So, fährt er jetzt? Ja, endlich fährt er. Und das kostet natürlich richtig viel Geld. Umso länger der jetzt hier wartet, die brauchen das Material. Ja, die haben kein Eisen mehr. Hier ist Eisen ohne Ende, aber das wird auch nach und nach abgeben. Aber wenn er dieses Gleis reinfährt, warum gibt denn der hier kein Eisen ab? Hm. Ist jetzt ein bisschen komisch. So, er kommt jetzt hier rein. Na, mal schauen. Kann man das nicht alles irgendwie anpinnen?
Ein Pin? So, er kriegt Eisen. Er kriegt auch Eisen. Ja, war nicht so richtig zufrieden damit. Okay. Jetzt kommt schon wieder so ein Stahlzug. Ach ja. Ach, es sind viele Sachen, die nicht hundertprozentig optimiert sind. Na, das ist wirklich. Okay. Also, wir haben große Probleme mit unserer ganzen Optimierung hier. Hier habe ich jetzt noch eine Anlage hingemacht. Die ist auch schon bei 400, die ist bei 400 und die sind alle bei 400. Und ich werde hier auch noch zwei Anlagen hinsetzen. Dass hier so viel wie möglich Sprit ankommt oder Rohöl. Ja, schon sehr hübsch aus, ne? Würde ja sagen. Ja. Ja, der fährt hier ordentlich. Abemba. So, der andere kommt jetzt an. 360. Ach, schön. Das will ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen ausbauen. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, wir haben ja hier dieses Tool. Dann benutzen wir das einfach mal. Und bauen hier noch ein paar Anlagen hin. Drehen wir das noch ein bisschen. Nochmal. Will der nicht. Ach so. Oh. Ah. Komm. Wo ist ja vollkommen der falsche Weg hier. Gar nicht, dass man das jetzt so machen kann. Ach, hier weg hier. Ach, herrlich. Passt mal auf. Wir werden mal das hier so ein bisschen noch angleichen. Und dann setzen wir hier nicht rundherum noch eine Straße hin. Als grünen Abschluss. Das ist die hier. Sagen, würde ich hier noch so ein kleines Industriegebiet mal schnell hinpflanzen. Das machen wir mit diesen Tools, die wir hier haben. Oh, nee, ist falsch. Kann man das nicht irgendwie anheben, wo man sagt, ah, das ist hier mein Grau, weil das ist manchmal... Ist das hier? Nee, das ist auch nicht. Was hier? Das ist es, ne? Nicht. Das ist es. Ah, hier erstmal alles hier voll malen. Gut. Dann sieht so aus, als wenn es so sein muss. Oh. Jetzt mal nehme ich hier noch ein paar Bäume hin und dann läuft es. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen hier so ein bisschen Industriegebiet bauen. Ah, da sind ein paar Züge, die sind ein bisschen zu alt. Ah, mal. Hier sollten wir auch noch ein bisschen was bauen, ne? Ich weiß nicht, ob wir das so kriegen.
Mal. Oh. Okay. Oh ja. Wegen die Gleise, die wir schon gesetzt haben, ne? Ja, gut. Kann schon so sein. Größer. Ach, dann wollen wir erstmal wegholzen. Und da hatte ich das letzte Mal irgendwie eine Frage gehabt, wie man das macht. Hier so. Und jetzt sehe ich auch, was ich hier gemacht habe. Ja, wir werden auch wieder Bäume anpflanzen. Kein Problem. Jetzt sind die Tür hier. Ach, hier geht's so runter, deswegen. Müssen wir jetzt wegreißen, die Straße. Das geht ja nun gar nichts. Ja, deswegen muss man einen ganzen Bereich von vornherein schon mal so ein bisschen anpassen. Weil sonst hast du hier echt Probleme. So, passt das? Ja. Gut, dann setzen wir nochmal die Straße rein. Wenn ich jetzt immer mal die richtigen Straßen mal gleich finden würde, wäre es ja nicht so schlimm. Das werden wir natürlich auf jeden Fall noch mal ein bisschen angleichen. Okay, haben wir. Ich wollte ja, was wollte ich? Ein Amaltool. Oh. Setzen wir jetzt ein paar Bäume hin. Muss ich aufpassen, dass wir hier nicht sehr so krass das alles machen. Ein paar Bäume können schon da in dem Bereich reinwachsen. Ach, schön. Gut. Da haben wir da schon mal ein bisschen was geschafft. Gucken wir mal bei Industriegeländen. Wir könnten natürlich jetzt hier auch noch mal so eine Mauer hinsetzen. Ja, geht aber jetzt nicht hier in dem Bereich. Haben wir zu viel Blödsinn gebaut. Alle. Was haben wir hier noch für eine Gebäude? Alles hier Industriegebäude. Ah, nicht alle funktionieren so richtig, ne? Block. Das Verwaltungsgebäude. Hier hin. Hier noch. Ach, schrecklich. Wollen wir jetzt nicht haben. Hier so ein großes Verwaltungsgebäude. Was haben wir hier? Ach, Jemini. Wolkenkratzer. Aber das hier würde ganz gut hier hinpassen. Ein kleines Häuschen. Oh, der ist aber laut jetzt. Warte mal. Haben wir die Bäume. Würde ich das jetzt nochmal schnell hier grau machen? Hier. Und dann können wir hier noch ein paar Häuschen hinsetzen. So, Verwaltung. Ach ne, leider ein bisschen drehen hier. Vielleicht mit so einer Leiter hier hinten dran. Das finde ich ja cool. Haben wir hier noch was schöne Sachen. Aber nicht. Bleiben, ne? Ist ja nicht so richtig. Das Ding hier. Brauche ich mich ja dumm und dämlich. Ja, so. Angeklatscht. Passt das schon. Also man muss eben den Unterboden hier so richtig schön gerade machen, sonst hast du hier alles hast du keine Chance. Ja, noch so eine Schuppen. Ja, das ist schön, dass es so funktioniert.
und die so richtig schön ranmacht und dann sieht so aus, als wenn das komplett neue Gebäude sind, ne? Tag. Da hat man gleich ein größeres Gerät hier zu stehen. Na, hier kannst du unten dann noch ein paar LKWs ranstellen. Herrlich. Stehen die jetzt richtig? Ne, die stehen nicht richtig. Standard. So stehen sie richtig. Warte mal, ich mach mal den weg. Die LKWs habe. Ist ja richtig cool. Hier mit Ladung. Hier Deutsche Post. Das sind natürlich alles nur hier so ein Scania. Jetzt könnten wir jetzt noch ein paar Auflieger machen. Ja, dann ist wenigstens noch ein bisschen Leben hier drin. Gefällt mir sehr gut. So. Das ist hier so eine Sachen sehen ohne schön aus, ne? Ah, aber. Ah, oh, schön. Haben nicht die irgendwie in Kooperation hier Tanklastwagen? Wo der LKW und Dings zusammen ist? Warte mal. Ohne. Okay. Z1. Was hier alles ist. Das sieht jetzt wahrscheinlich so hier machen. Und dann den Auflieger. Aha, egal. Und jetzt mache ich irgendwie so ein. Den Auflieger so ran hier, ne? Ah ja. Ja, so würde es dann gehen. Läuft. Super. Na, dann sieht es ja schon wieder ganz angenehm aus hier. Und ich würde ja mal meinen, wir werden hier. Fahrzeug klonen. Aber wir werden hier reingehen. Und machen eine neue Elektrolok. Haben wir hier diese Cargo-Loks. SSB Cargo. Das hier alles. Ja. Ja, mal andere hier unterwegs sind, ne? Oh. Das einfach mal sehen. Ist das jetzt der Zug? Nee, das ist der andere. Wo ist der jetzt? Schauen wir mal. Der kommt bestimmt irgendwann, ne? Ah ja, hier kommt er. Das sieht doch auch cool aus. Ist zwar jetzt nicht von der Deutschen Bahn, aber egal. Läuft. Und das Industriegebiet werden wir jetzt noch ganz schnell ein bisschen mit Assets versorgen. Da haben wir wieder einen schönen Bereich hier rein gebaut. Sollen nur mal finden, dass wir hier genügend. Ach ja, ich habe ja hier dieses Zaunfeld noch genommen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Ah.
Das ist ja noch ein bisschen abgesichert. Kann keiner angreifen hier. Ja, gut. Lass uns mal lieber. Was haben wir denn noch hier? Diese ganzen Sachen. Oh, warte mal. Oh, gucken wir mal. Tasche höher. Ja, gab's mal sowas, oder ich hab's mal gesehen, dass man das so wie lang ziehen konnte. Und dann hat er es irgendwie automatisch generiert. Fand ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Muss man ja hier ein bisschen Fingerspitzengefühl machen. Und da kommt jetzt der eine Zug. Ja, sagen, gefällt mir ganz gut hier. Da kommt der andere an. Mal sehen, was er sagt. So, wir fahren los. Im neuen Betriebswerk hier. Herrlich. Schön, schön. Also eine richtig schöne Bahn. Die 282. Natürlich mal die Frage, wie viel ist denn jetzt hier, ob sich das überhaupt lohnt? Warte mal, der ist jetzt komplett gefüllt mit 360. Wie viel liegt hier? Ach ja. Also es bringt auf jeden Fall was, wenn wir jetzt hier zwei Bahnen, obwohl das nur so ein kleiner Bereich ist. Oh, da, der Schlot hier geht aber auch. Yeah. Oh. Jetzt immer. Zimbaut. Irgendwas hier machen. Was ich eigentlich nicht machen wollte. Wo ist denn jetzt dieses Werk, was ich gerade eben hatte? Ah, hier. Das hatte ich. Ah. Ja, auch schöne Sachen. Na, gucken wir mal. Warte mal, ich muss mal schauen, wo ich das hier habe. Was ist das hier? Oh. Der Reichstag. Den müssen wir wohl noch hinsetzen. Ich glaube, dass ich den noch habe. Müsste hier bei Industrieassets irgendwo sein. Ach, hier ist ja so ein großes Werk. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ah, hier haben wir Züge. Da sind mir aber leider zu wenig Züge. Ich hoffe, da kommt noch irgendwie ein bisschen mehr im Laufe der Zeit. Das hier auch. Dass wir da noch ein bisschen mehr Standard oder neue Züge kriegen. Und hier Verwerke. Oh, da sind ja keine. Aber hier noch schöne. Ja. In Häusern. Autos. Zeppelin. Ach, hier ist das. Okay, hier ist die Raffinerie. Jetzt könnte man hier so eine Leitung bauen. Aber gut. Und hier solche Leitungen. Hier, oder ein bisschen das hier. Was ist das?
Scheint wohl eine alte Industrieanlage zu sein, ne? Ah ja, dann lass sie mal. Ah. So, das ist jetzt die Ölanlage, die wir jetzt hier haben. Die könnte ich jetzt eigentlich mal hier noch hinsetzen. Dann zwar jetzt die Bäume, aber das macht jetzt auch nichts. Ist ja richtig schön qualm hier. Muss hier richtig abgeben. Aber solche Sachen finde ich ja auch immer total cool, ne? Wenn man hier so eine Leitung hat, da merkt man schon, da haben sich die Leute auf jeden Fall viele Gedanken gemacht. Ah, dann machen wir hier hin. Ich will einfach nur mal schauen, was es hier alles für schöne Sachen gibt. Hier so ein Silo. Die haben wir ja auch schon mal im Vorgänger mal so ein bisschen gesehen. Ah. Herrlich. Jetzt könnte man hier das auch noch alles voll machen und dann noch Zäune setzen und. Also, Möglichkeiten bestehen ja. Richtig viele. Hier kann ich ja auch noch fettes Silo. Hier ran. Ach, schön. Ja, noch alte Bretterbude und dann sieht es ja schon fast genial aus hier. Ach du Scheiße, guckt euch mal die Häuser da hinten an. Uiuiuiui. Ja, wie gesagt, den Bahnhöfe kann man die irgendwie nochmal neu machen. Irgendwie. Ja, könnte man das hier abreißen und dann. Ach, ist eigentlich auch egal. Für Möglichkeiten gibt ja nur die zwei Bahnhofstypen. Köln-Frankfurt. Das sind ja die alten Züge. Also da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen agieren. So. Wir gucken nochmal ganz schnell ins Nadelöhr. Und da sehen wir ja, wir haben hier massive Probleme. Wie viele Züge sind denn das eigentlich hier bei dem hier? Ja. Wir machen nur einen auf der Strecke. Das ist einfach zu viel. Wir können sowieso nicht so viel produzieren. Ja, die Produktion ist irgendwie total doof. Hier kommt der nächste Zug. Also beim nächsten Mal machen wir lassen den Güterverkehr erstmal hier so ein bisschen ruhen. Wir schauen mal, ob das hier alles seinen Gang macht. Dieses Problem werden wir wahrscheinlich nicht so schnell lösen können. Man könnte sagen, ja, die fahren in das Gleis hier rein. Hier fahren wahrscheinlich nicht so viele durch. Das wäre vielleicht noch eine Option. Dass der Stahlzug hier rüber fährt und dann wieder zurück. Das könnte man machen. Ja, probieren wir mal aus, ne? Wie viel. Ah, nee, das wird jetzt ein bisschen zu viel. Ja, wir machen jetzt erstmal hier Pause und ja, wie gesagt, wir müssen was mit dem Stahlzug machen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.